Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Kaufmann und der Papagei. Heute etwas anders, heute bin ich fröhlich gestimmt, aber das ist die Vorderseite von der Kaufmann und der Papagei. Und heute, ihr Lieben, ihr seht, ich bin ganz psychiatermäßig angezogen. Positive Psychotherapy, even in my clothes. And the story of today is called Wer A sagt, has to say B also. Wer A sagt, muss auch B sagen. In einer Unterrichtsstunde im Orient als Maktab bezeichnet, hatte der Lehrer mit einem Jungen große Probleme. Sag A, persisch Aleph. Der Junge hob nur verneinend den Kopf und kniff die Lippen zusammen. Der Lehrer übte sich in Geduld und begann wiederum: Du bist so ein netter Junge, sag doch A, das tut doch nicht weh. Dafür empfing er bloß einen abweisenden Blick des Kindes. Schließlich, nach einigen Versuchen, riss dem Lehrer die Geduld. Sag A, schrie er. Sag A. Die Antwort des Kindes war nur: Daraufhin ließ der Lehrer den Vater kommen. Zusammen beschworen sie den Kleinen, er solle doch nur A sagen. Endlich gab der Junge nach und sagte zum Erstaunen aller klar und deutlich A. Der Lehrer, überrascht von diesem pädagogischen Erfolg, rief: Maschallah, wie herrlich! Nun sag auch mal B! Da protestierte der Kleine heftig und schlug energisch mit seinen Fäustchen auf den Tisch. Nun ist aber Schluss. Ich wusste ja, was auf mich zukommt, wenn ich bloß A sage. Dann wollt ihr, dass ich auch B sage, und dann muss ich noch das ganze Alphabet aufsagen. Dann muss ich lesen lernen, schreiben lernen und rechnen lernen. Ich wusste schon, warum ich nicht A sagen wollte. So. Eine klare Haltung. And the story in English is called Whoever says A must also say B. Out of The Merchant and the Parrot, Oriental Stories as Tool in Positive Psychotherapy, as you can see and guess from my clothes. Whoever says A must also say B. In a class known in the East as Maktab, the teacher had a lot of trouble with one boy. Say A, Persian Aleph. The boy just raised his head and shook it back and forth, clamping his lips together. The teacher exercised patience and started again. You are such a nice boy. Please say A. It won't hurt you. The only reply was an empty stare from the boy. Finally, after many attempts, the teacher lost his patience. Say A, he screamed. Say A. But the boy's reply was only, At that point, the teacher summoned the boy's father. Together they implored the little one to say A. Finally, the boy gave in, and to everyone's amazement, produced a clear and beautiful A. The teacher, surprised by his pedagogical success, cried, Mashallah, how marvelous! Now say B! But the boy protested violently and banged his little fists on the desk as he said, Now that's enough! I knew what would happen to me if I just said A. Then you'd want me to say B, and then I'd have to recite the whole alphabet, then learn to read and write and work arithmetic. I knew all along why I didn't want to say A. So, hope you have also a clear perspective of what you're going to do in the next week. And don't let anyone let you say A. Because whoever says A
has to say B. You just have that in mind. When you come back tomorrow for a new story out of The Merchant and the Parrot. Einen wunderschönen Sonntagabend euch noch. Und ich freue mich drauf, euch morgen wieder zu sehen, wenn es eine neue Geschichte gibt aus Der Kaufmann und der Papagei. Bis dann. Tschüss.